Wo kommt der Knolltöter denn her? Ernsthaft? Schutz vor Versteinerung? Das können wir doch mittlerweile. In Ordnung. Aha. Aber ja, das nochmal als Schriftrolle zu haben für Notfälle ist gar nicht mal so schlecht die Idee. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. So, dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen buffen für diese Gruppe. Jael Kalles? Und verschwinde. Ihr habt geläutet? Kann ich sonst noch was? Könnt ihr einen in Schlaf versetzen? Worum geht es diesmal? So. Ja, wie ihr wünscht. Sind sie hier irgendwo gewesen? Genau. Ja. Trauerspiel, Psychopathen. Wie kann ich werde mich in Hand. So, der erste, der Magier ist weg. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Was ist es diesmal? Sie ist nervig. So. Ein Problem weniger. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Da haben ein paar sehr schöne Sachen bei sich. Oh, ich sollte. Worum geht es diesmal? Das mal zu Benno hier geben. Ihr habt einen Gürtel. Rüstungsklasse gegen Klingenwaffen. Hm. Ihr habt Abwehrarmschienen. So, dann können wir das so machen. Pfeile plus 1. So, was habt ihr noch? Ihr habt geläutet. Zauber. Wie kann ich helfen? Olos sah. Tränke. Ich höre zu. Fürs Erste. Und ein paar nette Rüstungen zu verkaufen. Also ja, Langschwerter plus 1 und ein Morgenstern plus 1. Den kann sie allerdings nicht nutzen. Sie benutzt eh ja schon einen guten Knüppel. Unsichtbarkeitstrank.
Ein Brandöl. Absorptionstrank und ein Explosionstrank. So, da sind wir auch fast fertig hier. Ja, wie ihr wünscht. Tja, mit uns sollte sich keiner anlegen. Jedenfalls nicht solche Snobs. Das heißt, wir verlassen auch nach Norden die Karte. Um zu gucken, ob da noch was anderes ist, außer Larswood und Peltvale. Wo wir ja als nächstes dann hin müssen. Und ich bin noch am überlegen, ob ich noch vorher Ulcaster mache. Auf jeden Fall hat das mit den... ja, mit den Basilisken hier gute Erfahrungspunkte gegeben. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, auf dass wir jetzt nach Berigost reisen. Wir haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Autsch, das hat wehgetan in den Ohren. Also das waren jetzt gerade halt alle... ein Bolzen? Worum geht es diesmal? Okay, ein Bolzen. Das waren jetzt gerade alle unsere Zauber, die sich auf einmal aufgelöst haben. Ich fühle mich so sinnlich. Verwandlungsbolzen. Bei jedem Treffer wird das Ziel permanent in ein Eichhörnchen verwandelt. Rettungswurf gegen Verwandlung, okay. Ja, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. So. Gucken wir mal kurz unsere Aufgaben an. Also hier haben wir noch Gurkes Umhang, das ist aber Mantelwald. Ja, Dorn Ilkan ist Baldurs Tor. Kevan und Tatzok, das ist die andere Quest. Und hier haben wir Konfrontation mit Tranzig. Weiß Prämie und auch nochmal Dorn. Also haben wir eigentlich alles, was wir machen können, abgeschlossen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, mit Duncan und Mal wollen wir nicht wieder reden. Raus aus meiner Küche. Ihr macht mir alles kaputt. Eines Tages werde ich für den Herzog persönlich kochen. Bei dem Palast ist wenigstens nicht so viel los. Da kann man sein Essen noch in Ruhe genießen. Ja. Oh, Hephis. Der ist auch jemand anderes. Hey, Hephis. 99 Humpen hängen an der Wand. 99 Humpen hängen an der Wand. Und wenn dann ein herumgereicht wird, dann sind es nur noch 98 Humpen hängen an der Wand.
76 Humpen hängen an der Wand, 76 Humpen hängen an der Wand. Und wenn dann einer rumgereicht wird, sind es nur noch 75 Humpen hängen an der Wand. 38 Humpen hängen an der Wand, 38 Humpen hängen an der Wand. Zwei kleine Humpen hängen an der Wand. Und wenn dann einer herumgereicht wird, dann sind es nur noch ein kleiner Humpen hängt noch an der Wand. Und ein kleiner Humpen hängt noch an der Wand, ein kleiner Humpen hängt noch an der Wand. Und wenn er dann herumgereicht wird, hört er nicht auf, mich zu belästigen. Also wirklich, an welchen Tagen sind die Leute wie ihr schwer zu ertragen? Wo war ich stehen geblieben? So, und da geht er. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Algernon. Was willst du? Das ist mein Zimmer und ich will keine Besucher. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist Tranzig. Und das ist ein Reisender. Stimmen wir jetzt mal Tranzigs Bruder. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Kalles, now. Ja, mein Schatz, aber natürlich. Schatz, bleib zurück und gebt acht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wisst. Sieht so aus, als ob die da Ärger wollen. Den können sie haben. Warum stört ihr mich? Könnt ihr nicht sehen, dass ich dabei bin, so schnell wie möglich aus der verdammten Stadt rauszukommen? Vielleicht solltet ihr uns erzählen, warum ihr es so eilig habt. Verzeiht die Störung, halt keine Bewegung, wir wissen, was ihr vorhat. Ergebt euch und sagt die Wahrheit. Warum habt ihr es euch? Ich werde euch gar nichts erzählen. Tschüss. Zischt ab. Vielleicht werdet ihr uns nicht los. Wir wissen, dass ihr nichts Gutes im Schädel findet. Und erzählt uns alles, was ihr wisst. Ich werde euch nicht länger stören. Kein Grund, unhöflich zu sein. Ich war nur neugierig. Nehmen wir das Erste. Ihr wisst, was ich anstellen will. Ja, aber vielleicht wisst ihr noch nichts von meinen magischen Fähigkeiten. Vielleicht glaubt ihr mir ja nicht, aber wenn ihr nicht innerhalb von 5 Sekunden verschwindet, niete ich euch um, dass euch Hören und Sehen vergeht. Ihr magische Kräfte, leider haben wir da unsere Zweifel. Los, ergebt euch endlich oder wir machen ernst. Ein Magier, mit einem Magier wollen wir uns nicht anlegen. Ihr könnt gehen. Vor einem Magier fürchten wir uns nicht. Wenn ihr kämpfen wollt, nur zu. Nehmen wir das Erste. Ich habe euch gewarnt, jetzt werdet ihr zahlen müssen. Oder treffen sie ihn nicht mal. Ich gebe auf, lasst mich bitte leben, ich werde euch alles erzählen. Für Leute wie euch gibt es keine Gnade, dann spuckt's aus. Wenn mich eure Geschichte zufriedenstellt, werden wir euch am Leben lassen. In Ordnung, ich rede ja. Ich bin Kurier für einen Mann namens Tazok. Ich übermitte nur Nachrichten zwischen ihm und einem dicken Zauberer namens Malahi. Ich treffe mich mit Tazok entweder bei Paleville oder Larzwood östlich vom freundlichen Arm. Tazok zahlt gut, also halte ich die Schnauze. Kann ich jetzt gehen? Wo können wir diesen Tazok finden? Ich weiß nicht genau, vermutlich im Schafzahnwald. Er ist der Anführer von 2 Räuberbanden. Die verlegen ihr Lager ständig, sodass ich nicht sagen kann, ob ihr sie finden werdet. Kann ich nun gehen? Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Brief, Karte wurde aktualisiert. Wir müssen euch töten, sonst wartet ihr diesen Tazok. Ich werde mich nicht kampflos ergeben. Er wäre eh gestorben. Konfrontation mit Tranzig und die Räuber. Ja. Konfrontation mit Tranzig. Tranzig und ich trugen unseren Streit im Feldpost Würzers in Berikost aus. Als ich Malahis Briefe durchsah, fiel mir auf, dass er mit Räubern gemeinsame Sache machte. Vermutlich weiß er, wo sie ihr Lager aufgeschlagen haben. Ja, wichtige Ereignisse. Ich sollte als nächstes nach Larzwood oder Paleville reisen. Es scheint, es gingen die Räuberüberfälle von dort aus und es gäbe es einen Zusammenhang zwischen ihnen und der Eisenkrise. Irgendwo dort im Wald müssen sie ein verstecktes Lager haben. Ja. Neuer Tagebucheintrag, die Räuber. Sehe ich nur gerade nicht. Außer das war jetzt bei wichtigen Ereignissen.
So, was hast du denn? Glitzerstaub. Dein Ring. Wer hat das jetzt eingesagt? Prinzenring wieder. Ah, den kann ich Dorn geben, als einzigen. Nera trägt ja schon einen, aber ich trage noch keinen. Dann ziehe ich den mal an. Glitzerstaub. Dieser Zauber erzeugt eine Wolke aus glitzernden Goldteilchen, die im Wirkungsbereich in der Luft schweben. Hätte der sich im Wirkungsbereich aufhält, muss ein Rettungswurf gegen Zauber bestehen. Wer scheitert, wird für 4 Runden geblendet.